Hallo und willkommen einmal mehr im Monopol-Kino in München. Felicitas und ich haben den Film Sick of Myself, eine norwegisch-schwedische Koproduktion, gesehen. Was erzählt uns dieser Film? Also der Film Sick of Myself erzählt von der Generation Z. Es geht um zwei junge Leute, Svenje und Thomas. Sehr narzisstische Persönlichkeiten, die es gemeinsam in einer Wohnung aushalten, was mich sehr gewundert hat. Und der Thomas läuft so klauend durch die Gegend und macht dann damit Ausstellungen. Und seine Freundin wird dann eifersüchtig. Sie leben in ganz harten Konkurrenz miteinander und greift zu einem harten Mittel und ballert sich Medikamente rein, die ihre Gesundheit zerstören, was man sieht. Ja, also es ist also ein ziemlich ins Extreme getriebener, kann man sagen, Geschlechterkampf. Ein Urneid von der Frau dem Mann gegenüber oder von der Nichtkünstlerin dem Künstler gegenüber? Also ich glaube, Geschlechterkampf ist es nicht, sondern einfach zwei gestörte Personen, die sich da einen Konkurrenzkampf liefern. Ich glaube nicht, dass es was mit dem Geschlecht zu tun hat. Also glaube ich. Ja, dann wäre es im Film einfach über das Thema Neid, oder? Ja, ja. Also ich habe das nicht so gesehen. Ich habe das schon eher gesehen als ein Film, der sozusagen wirklich in die Abgründe der menschlichen Psyche runtertaucht, ja, und guckt, wozu Menschen fähig sind, wenn sie nicht etwas nicht aushalten. Und ich sehe es schon als das Verhalten der Frau dem Mann gegenüber, der natürlich ein Künstler ist. Für mich ist es quasi eine farshafte Fortschreibung der Szenen, die es früher im klassischen Theater gab. Wenn Madame auf sich aufmerksam machen wollte, dann glitt sie dramatisch zu Boden und hauchte ein Riechfläschchen. Das könnte man doch so sehen. Und die, ja, kann man so sehen, ja. Die treiben das natürlich ins... ins Unerträgliche. Ja, aber fast ins Komische. Komisch und unerträglich. Es wird richtig farshaft. Wobei mich da gewundert hat, dass da die Umgebung da nicht früher rebelliert hat. Also es wird ja wirklich wahnsinnig lange getrieben. Also die Frau sieht immer grauenvoller aus von ihren Medikamenten und es hört nicht auf. Ja. Hört. Also sie ist kaum noch lebensfähig und und sie treibt es immer noch weiter. Ja. Also ist eigentlich fast ein bisschen was wie Banshees of Inisherin. Ein Kampf, der einfach immer weiter treibt. Also wir sollen aber hier nichts verraten. Also beim Film, den man schon kennt, bei Banshees of Inisherin, da endet es ja sehr übel. Aber das ist ja was Faszinierendes. Ja, aber ich fand so filmisch, mir hat da nochmal so eine Wendung in der Geschichte gefehlt. Das kann sein. Aber es ist auch eine Parodie, glaube ich, so ein bisschen auf die Kunst. Also sowohl die Kunst, die er macht, wie die Kunst, die sie dann später, wozu sie dann später so eingesetzt wird. Also sie betreibt dann so Body-Horror mit sich selbst. Ja, ja. Also ich finde, das kann man anschauen. Ich habe den Film sehr genüsslich, eine Horror-Comedy vielleicht. Ja, aber da fehlte mir dann irgendwie in der zweiten Hälfte, fehlte mir halt nochmal so ein Schwung in der Geschichte, in der Erzählung, ja. Na, ich war damit beschäftigt, einfach wie weit treibt sich's. Und also von mir aus gesehen ist das ein Good Shot. Für mich ist es ein ambivalenter Shot. Ja, dann machen wir das so. Grün ist gut. Dann nehme ich beide. Ah ja. Wenn schon, dann schon. Auf Sick of Myself.